ganz, ganz neu das Ferrari-Design, das in Monza gefahren haben, ins Game und auch der Shanghai Circuit in China. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir werden heute eine klassische Last-to-First-Challenge mit diesen Schnuckelchen hier fahren. Das ist schon ein abnormal cooles Design. Meiner Meinung nach hätte man das Ganze vielleicht komplett gelblich-gold machen können. Das wäre noch bombastico gewesen. Aber es ist auch so okay. Wir werden mit auch die Geldmanzige und auch die Spezialhelme. Sehr, sehr genial. Und ich stelle ein bisschen was ein und wir sehen uns gleich beim Start auf dem letzten Platz. So Leute, willkommen in China hier. Eine coole Strecke. Ich gönne mir ein bisschen mehr Mic. Eine coole Strecke. Sehr, sehr toll. Hat auch in der Vergangenheit immer wieder sehr spannende Rennen hier gegeben. Denke ich auch gerne an das Jahr 2012 zurück, wo es echt einen coolen Fight und auch an 2015 mit Vettel und Ferrari. Auch da ziemlich cool. Eine zweite DRS-Zone gibt's und eine extrem lange Start- und Zielgeraden. Wir würden sagen, start mal rein. Ich hole mir meinen Kopfhörer. Wir werden vom letzten Platz starten. So Leute, los geht's. Last to first hier in China. Und auf der neuen alten Strecke. Die ersten sollten wir eigentlich gleich haben. Ich meine, Latifi hier mit dem Weißen. Der Arme. Was hat man da nicht für eine Genius-Strategie bei dem ersten Martins geholt? Das war schon sehr dumm. Ja, wir bleiben hier ein bisschen bedeckt. Wir wissen, da gibt es doch ein paar. Auch hier Yuki Tsunoda mit dem gelben Reifen. Und das Heimrennen für Guan Yu Zhou ist das. Oh mein Gott. Okay, die Reifen sind extrem kalt. Ich hätte einfach ins Runde fahren sollen. Aber wir haben hier schon mal drei Plätze gut gemacht. Die Reifen sind noch nicht so ganz in Betriebstemperatur. Ich habe die Einführungsrunde skippt, ich Idiot. Sieht jetzt leider aus. Alter! What the fuck? What the fuck? Er zieht auf die Seite. Und ich denke mir so, okay, da gehe ich rein. Und der bremst so und... Wir gucken uns das hier mal an. Was war das denn hier? Ich war zu spät auf der Bremse, aber das war nicht zu spät. Um hier... Was macht denn der Haas? Okay, ich keine Ahnung, was der... Ja, sorry. Da kommt der... Puh. Okay, da gehen wir rein. Er ist mal on, weil Magnussen möchte ich schon gerne am Ende der Geraden überholen. Das könnte sich ganz knapp ausgehen. Er ist wieder off, sonst haben wir... Ja, keine Ahnung, wo fährt... Okay, ich war so irritiert, weil ein Kevin Magnussen hier einfach herumfährt. Ah, Guan Yu. Hä, jetzt heißt der Guan Yu? Jetzt heißt Zhou Guan Yu? Okay, das ist doch neu. Und warum steht der Klein als einziger? Hä, ist das ein Bug? Guan Yu steht da einfach nur... Okay, das ist sehr weird. Entweder ist es ein Bug oder das hat man jetzt nur reingebracht. Magnussen jetzt wieder unser alter Freund vor uns. Wir müssen auch einmal pitten, also das könnte auch nochmal sehr spannend werden. So. Ja, ich glaube, das sollte ich mit dem Ferrari schon von außen schaffen, oder? Ja. Gut. Sehr gut. Ja, sticht er nochmal zurück. Das ist sehr typisch für Magnussen. Eine coole Strecke, die echt viel Abwechslung bietet, aber meiner Meinung nach, sehr overrated ist. Also, viele sagen, das ist eine perfekte Strecke und so, aber finde ich persönlich nicht. Also, gerade diese langgezogenen Schneckenkurven, die nerven mich übelst. Also, gerade du weißt nicht, wenn du aufs Gas gehst, oh, da kommen wir mit viel mehr Schwung raus. Aber trotzdem, ja, hier mit dem zu weit Curb drüber fahren, habe ich mir ein bisschen den Nachteil hier geholt. Okay. Gut, der muss früher bremsen. Gasly musste früher bremsen. So. Das war schon einmal hier perfekt. Oh, Lila im ersten und im letzten. Im letzten vermutlich, weil ich da
schon richtig Windschattenvorteil hatte. Und jetzt kratzen wir am ersten Punkt hier. Jetzt endlich mal für DRS. Hatten wir vorhin auch schon DRS? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, da spare ich mir das ES lieber auf. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Oh, okay, das sticht da rein. Bottas hält einfach drauf. Ich liebe Bottas. Er ist ein richtig genialer Typ. Er ist jetzt vielleicht nicht gerade ein Fahrer, der noch den Weltmeistertitel holen wird im Alfa Romeo. Aber er ist schon ein richtig starker Fahrer und so unnormal sympathisch, also wirklich. Das ist der erste Punkt in der vierten Runde. Er ist so unnormal sympathisch, Bottas, wirklich. Also ich finde den echt cool, den Jungen. Ich fühle mich hier gerade wie Verstappen in Belgien. Aber hier in Shanghai geht anscheinend der Ferrari gut. Aber ja, das bringt halt nichts. Die fahren dieses Jahr nicht in Shanghai. Ja, mit dem DS schaffen wir auch Lila im ersten Sektor. Ja, da kann ich nicht angreifen. Ich weiß genau, da komme ich wieder ins Gras und dann... Ich kenne die Strecke, ich bin sie gerade einmal 3 Runden in Zeitrennen gefahren. Also, sorry dafür, dass vielleicht der ein oder andere Fehler drin ist. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber die Strecke bockt. Also, ich kenne sie ja von... Die ist ja, glaube ich, seit vom März 2010 schon Teil vom Formel 1 Game. Also, man hat sie auch in die Games reingegeben, wo sie nicht... wo es die Rennstrecke nicht Teil des Rennen... Teil des Kalenders war, 2020, glaube ich, war es auch drin. Hatte man nicht China sogar letztes Jahr im Kalender drin? Jetzt da, ja, boah, da kommen wir mit einem Überschuss raus. Ich glaube, das könnte sogar für Ricardo reichen, mit dem DRS, was wir da bekommen. Wo kriegt denn erst DRS daher? Okay, jetzt, ja, jetzt werden uns da leider die Tür zugemacht. Ja, komm. Ja, das reicht. Ocon zieht, Ricardo zieht uns hier. So. Reicht nicht für die schnellste Rennrunde, aber das war mir auch klar. Ah, innen ist immer so blöd. Ja, sage ich ja. Innen ist sehr dumm. Aber da halten wir einfach gnadenlos drauf. Also draufhalten, aber da bleiben wir einfach gnadenlos auf unserer Linie. Dann hilft das auf jeden Fall. Und so. Das ist der 8. Platz und 2 Punkte. Sadala. Dann müssen wir mal ein bisschen hier sparen. Da ist nichts, da ist nicht viel mehr da. Oh, schnellste Rennrunde. Das hat gereicht, trotz des Drehers hier. Lines 38 ist sehr mau. Kann ich außen dran gehen oder geht das nicht? Doch, das geht, das geht. Wir fahren eine komplett weirde Linie. Ja, hier kann er nicht mehr dranbleiben, weil er muss wieder auf die Ideallinie. Mit einem Quersteher aus der Kurve raus, merke ich auch, weil Norrie richtig dran klebt. Aber es reicht jetzt hier mal für den 6. Platz. Wir gar nicht wissen, wie weit Verstappen von Perez weg ist. Da ist ein Riesenloch zwischen den beiden. Größer wie das zwischen Alonso und Russell. Also da sind dann sicher mindestens 5 bis 6, 7 Sekunden. Also das muss ich mir mal auf der Geraden angucken. Ja, ist das hier so wieder aus. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, na, Schnecke rauf. Ja, das war knapp. Aber es war sehr dumm, oder? Doch, nein, wir bekommen das eh. Ja, ich habe das ESI off, das geht nicht mehr an. Sonst verliere ich da alles. Ja, Alonso kommt hier. Alles klar, komm am Ende dieser Runde. Sainz? Dritter. Verstappen kommt auch rein. Das heißt, es müssen sie auf der Strecke. Nein, wir fahren länger. Wir fahren länger. Ich bleibe eine Runde länger draußen und hoffe dadurch, dass ich die zwei Leute wenigstens vor mir überholen kann. Wenn wir mal frei fahren können, gucken wir mal, ob wir da noch eine schnellere Runde hinbekommen. Als normal. Ah, da ist einer draußen geblieben. Nein, es ist Perez. Könnte lila werden. Bin richtig gut da draus gekommen.
Oh, die Boxeneinfahrt. Hamilton kennt ihn noch sehr gut. Da hat er mal einen Rennsieg weggeworfen. Gucken wir mal. Für einen Overcut wird es nicht gereicht haben. Auch die gelbe Crew, man hat dann alles gedacht. Ja, es reicht auf jeden Fall. Zack. Also wir werden auf jeden Fall hinter. Vielleicht haben wir Russell überholt. Das wäre cool. Das geht sich aus, oder? Bleiben wir vor George Russell? Nein, oder? Es hat gereicht, um vor Hamilton und Russell zu bleiben. Das ist in der Gesamtdistanz, wäre das der zweite Platz aktuell. Das wäre sensationell traumhaft. Die Reifen sind halt eiskalt, deswegen kommt hier auch, oh mein Gott, wieder Querstier. Kommt da Hamilton verdächtig nah wieder dran. Aber wir müssen es halt einfach nur schaffen, die Reifen bis zur langen Geraden in Temperatur. Oh, davon ist es schlimm. Ist das Fernando? Nein! Ich Idiot, hätte ich noch eine Runde gewartet. Okay, pass auf dein Tempo auf. Ah, schade. Ja, wo soll ich denn noch hin? Gut, nur nicht den Restart verkacken. Nur nicht den Restart verkacken. Ja, das habe ich verkackt. Der war sehr gut. Okay, so gut war er nicht. Ich habe das Schalten nämlich vergessen. Der war gar nicht mehr so lecker. Aber solange Yuki Tsunoda hier vor... Ja, Yuki, du kannst vorne bleiben. Aber ich bin jetzt vor Verstappen. Und Perez klebt doch noch hinter Gasly. Das ist so gut. Oh mein Gott. Verstappen hat sogar den Platz gegen Hamilton verloren. Das war gar nicht gut. Fightet euch nur gern weiter. Ich halt hier. Oh mein Gott, der bremst aber früh. Die Reifen sind zu durch von Yuki, glaube ich. Ja, das war jetzt gar nicht gut von mir. Dann sticht ihnen jetzt gleich Yuki wieder durch. Und jetzt habe ich hier den... Oh, es Verstappen da perfekt. Oh, Alter. Habt ihr das gesehen? Gasly hat Perez die Tür zugeworfen vor der Nase. Guckt euch das an. Was macht denn Gasly hier? Oder was macht Perez vor allem hier? Ach, du Kacke. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Danke, Gasly, dass du hier den Perez magst. Das ist wirklich genial, was Perez hier für eine tolle Arbeit leistet. Grenzt nahezu an. Jetzt sieht's gut aus. Windschatten. Ganz rechts raus. Da kann Perez eigentlich nichts machen. Gasly bremst hier sehr früh und das war natürlich auch unser Vorteil. Wir haben hier ein bisschen profitiert von der verkackten Strategie der Alphas. Big up, bitte. Alter, das ist ja wie ein Call hier. Nicht noch ein Safety Car, bitte nicht noch ein Safety Car. Nein. Es ist wieder fucking Safety Car. Zweimal hintereinander. Wow. Also ich meine, wir haben es gemeistert. Wir sind hier Erster. Aber wir werden hinter... Bitte kein Monza. Das war aber... Ich hab's geahnt. Richtig primitiv. Ich fahr noch 30 km/h. Noch einmal abbremsen in der letzten Kurve und Fullspeed durch. Das Abbremsen war nicht mehr unter Safety Car, aber ich dachte mir, vielleicht kann ich dann nochmal alle zusammenpferchen. Und es hat irgendwie geklappt. Verstappen klebt an Perez dran. Und wir konnten hier ganz, ganz schön ist es nicht. Und auch nicht ganz, ganz schnell. Aber wir sind hier schon die 8 Zehntel weg. Jetzt nicht mehr von Checo absetzen. Ich hatte zwar lila und grün, aber ja, die Reifen sind einfach... Der lilane erste Sektor war halt noch ein bisschen wegen dem Gewichtsunterschied, aber im zweiten Sektor ging gar nichts mehr. Und jetzt auf der Geraden hat Perez gut aufgeholt. Ein besserer Exit von mir, aber ich glaube, das war's, Leute. Wir gewinnen hier die Last to First Challenge mit dem neuen Ferrari Design und gegen die Red Bulls. Das hätte sich Verstappen mal Leclerc mal gewünscht. Aber ich finde die Aktion ziemlich cool von EA, dass man da das komplette Design reingeworfen hat. Meiner Meinung nach ein bisschen zu spät, also wirklich. Man hätte das Design vielleicht schon an einem Freitag raushauen können. Oder vielleicht am Sonntag, aber Montag dann erst. Ist halt blöd, aber ja, immerhin ist das, kommt mir auch ein bisschen vor mit dem weißen Red Bull. Man hat das Timing noch nicht ganz heraus.
Das Ferrari-Logo, finde ich persönlich, ist das Beste am Ganzen. Also dieses Ferrari hinten drauf. Die Rennanzüge, naja, muss jetzt nicht jedes Rennen sein. Also dieses Gelb tut schon ordentlich in den Augen weh. Aber schwarz mit gelber Kombi, auch hinten diese Streifen, ist schon recht cool. Und auch natürlich das Jubiläum ist schon sehr schön. Wir gewinnen hier. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Abonniert den Channel gern kostenlos. Und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok. Und ich möchte dann auch auf jeden Fall mit euch da ja nochmal eine Runde drehen und gucken, wo die Punkte so liegen. Aber da muss ich halt noch ein paar Runden fahren. Abonniert den Channel gern. Wir sehen uns hoffentlich später oder morgen wieder. Und ciao.